Die Post ist da! Neue Sonderangebote und Aktionen gibt es auch wieder in den kommenden 4 Wochen. Achten Sie einfach auf das gelbe Apotheke Alte Postprospekt in Ihrem Briefkasten. Dieses Mal auf der Rückseite Hinweise zur Reisemedizin. Übrigens können Sie ab sofort mit der App Meine Apotheke ganz einfach bei uns bestellen. Probieren Sie es aus. Bleiben Sie schön gesund oder werden Sie es. Ihre Apotheke Alte Post in Marienberg. Glück auf zum Grüntaler Sommer 2021. Im UNESCO-Welterbe-Bestandteil Seigerhütte Olbernhau-Grüntal werden ab dem 25. Juni jedes Wochenende Veranstaltungen stattfinden. Die Vorbereitungen laufen, wie Sie im Hintergrund hören, um das Gelände Schmuck zu machen für den Grüntaler Sommer. Bis zum 21. August warten auf Sie verschiedenste Veranstaltungen, große und kleine Events. Besuchen Sie uns beim Grüntaler Sommer 2021. Einen wunderschönen guten Abend, Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Regional. Wir haben wieder die neuesten Informationen aus unserer und für unsere Region. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ja, das Ende der Woche bringt nochmal so einiges an Neuigkeiten mit sich, und zwar zum Stadtgeburtstag in Marienberg. Da steht nämlich für kommendes Jahr eine kleine Planänderung an. Außerdem haben wir den neuesten Arbeitsmarktbericht für Sie und es gibt eine neue Ausstellung in der Böttcher-Fabrik. Das Thema sind Puppen, aber nicht irgendwelche Puppen. Wir haben uns vor Ort mal umgeschaut. A few minutes later we drove for the 95. At last I'm working, it's another big surprise. Driving down South's destination, FLA. Two turns away for the blues to play. Mit Bluesmusik von Schröder und Breitfelder wurde am gestrigen Donnerstagabend eine neue Ausstellung in der Proberschauer Böttcher Fabrik eröffnet. Die Chemnitzer Künstlerin Benita Martin stellt unter dem Titel Geliebt, Zerliebt, Gerettet noch bis zum 29. August Puppen und passende Zeichnungen aus. Also eigentlich bin ich im Nebenberuf Künstlerin, Kunstmalerin, habe eine 3D-Patentmalerei entwickelt, sammle Puppen schon seit meiner Kindheit und musste feststellen über meine Mama, dass ich als 4-Jährige doch einige Porzellanköpfe zerschlagen habe. So, und dann ist eigentlich die Leidenschaft mit eBay gewachsen, wo man dann frei ad hoc mit, also posten kann oder eben dann halt auch ersteigern. Und da habe ich dann angefangen, kaputte Markenpuppen zu sammeln, gemarkte Puppen. Dann natürlich haben mir die auch leid getan, die einen Ausdruck rübergebracht haben und eigentlich ungemarkt. Und habe dann eigentlich separat immer diese Teile gesammelt. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du einfach eine Sammlung und suchst nach Puppen, die einen Charakter ausstrahlen. Von mir aus auch Massenware, aber letztendlich müssen Funke überspringen. Und so sind dann ungefähr 60 bis 70 Puppen zusammengekommen. Das war dann auch irgendwo vom Platz her ein bisschen anstrengend. Und dann habe ich gedacht, wie machst du die jetzt nachhaltig für die Nachwelt fest? Du kannst dir die ganzen Pappkartons immer auspacken und einpacken und irgendwo hinstellen. Und so ist das entstanden, die zu malen. So, und dann ist der nächste Gedanke gekommen, Benita Martin, eigentlich perfekt, 3D. Na, viele Porträts, viele Kinder, viele Erwachsene und die müssen, das muss stimmen. Da kann ich nicht freie Schnauze malen. Da muss der Ausdruck des Porträtierten rein. Und da habe ich gedacht, jetzt malst du einfach mit Kunst, Künstlername. Ein Synonym.
Und so ist die Nele Polers entstanden. Polers ist in meiner Verwandtschaft, in meiner Ahnentafel. Und der Polers, mein Urgroßvater, hat wunderbar gemalt. Das sind Zeichnungen, die überliefert. Und da bilde ich mal ein, da ist die Ader oder die Vene rübergekommen. Ja. Und da habe ich gedacht, so, jetzt nimmst du die Nele Polers. Deswegen ist auch das signiert mit altdeutscher Schrift, ein bisschen vermixt mit unserer deutschen jetzt. Und dann habe ich diese sag mal, Puppenkinder, die mir einen Funke rüberbringen, die ich aber nicht ersteigern konnte, weil ich ihn halt verpasst habe oder weil sie zu teuer waren, die habe ich dann im Bild festgehalten. Ne? Eigentlich für mich. Und später dann habe ich gedacht, jetzt versuchst du es einfach mal, das zu kombinieren. Also zerliebt bedeutet immer noch da und geliebt, aber eben mit Spuren. Ne? Und das macht auch diese Ausstellung aus. Wer hat bis jetzt zerliebte Puppen ausgestellt? Eigentlich niemand. Ne? Das werden immer perfekt hingestellt und für 1000 Euro verkauft. Ich habe die Zerliebten gesammelt. Ne? Ja, und so ist das dann hier auch in den heutigen, die letzte Vitrine dann zu sehen. Da habe ich dann 2, 3 neue Ersteiger, die dann das Material von heute wiedergeben. Also wo man dann schon fast sagt, mein Gott, das ist ja ein Baby, was da liegt. Ne? Das ist in der letzten Vitrine. Meine Mama hat mir viel geholfen. Die hat sich dann auf die Designerin der heutigen Zeit gestürzt. Die kennt sich da aus von, was weiß ich, wie die alle heißen, Porzellan und dann eben auch jede verschiedene Gesichtsausdruck und verschiedene Augenfarben, verschiedene Mimik. Ich habe mich mehr auf diese verschiedenen Epochen gestürzt. Ne? So ist diese Ausstellung zustande gekommen. Aber das würde mir sehr gefallen, wenn das übernommen würde und dann halt wie eine Wanderausstellung. Jeder kann auch was zusteuern. Ich habe jetzt gerade wieder die Frau Ziegler gesagt, oh, ich habe auch noch 2 Porzellanpuppen von ganz früher. Ich würde die zur Verfügung stellen. Ne? Und so könnte das wachsen, dass man das ja, archiviert. Emo Blues. Endlich sind die Museen wieder geöffnet, endlich ist Kultur wieder möglich. Und ich freue mich sehr, dass wir auch heute hier in der Böttcherfabrik in Popersau eine neue Sonderausstellung eröffnen. Gerade hier im Haus werden wir ja immer tatkräftig unterstützt vom Kunstverein Max Christoph und Gottfried Reichel e.V. Und der Verein hat auch diese Ausstellung hier organisiert. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Constanze Ulbricht für die gute Zusammenarbeit, bei der Leihgeberin Dr. Benita Martin für die Leihgaben, die zur Verfügungstellung der Exponate. Und ich wünsche der Ausstellung viele interessierte Besucher. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Programmhinweis. Ab heute Abend, 19 Uhr, gibt es den 3. Teil unserer Filmreihe zum Stadtgeburtstag zu sehen. Diesmal geht es darin um die Städtepartner und die Wiederholungen laufen jeweils am Samstag und Sonntag und zwar um 13 Uhr, um 14 Uhr, um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. Einschalten lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn wir schon mal beim Thema Stadtgeburtstag sind, dann bleiben wir auch gleich da, denn dort gibt es jetzt neue Informationen vom Bürgermeister zum Thema Festwochenenden. Ja, wir haben natürlich ein kleines Problem wieder auf der Wegstrecke liegen.
Das hängt damit zusammen, dass wir ja im nächsten Jahr Kommunalwahlen haben, das heißt Bürgermeisterwahlen und Landratswahlen. Die sind jetzt angesetzt für Juni mit Stichwahltermin zum 3. Juli. Das fällt natürlich voll in unser zweites Festwochenende hinein. Da wir auch verantwortlich sind für die gesamten Wahlbüros und dort über 250 Wahlhelfer insgesamt im Einsatz haben, bleibt es uns nichts anderes übrig, als dieses Festwochenende vom 1. Juli-Wochenende auf das 2. Juli-Wochenende zu verlegen. Das heißt, das Fest wird jetzt vom 8. bis 10. Juli 2022 stattfinden? Ja, so planen wir jetzt, so informieren wir unsere Partner, wir stellen die Verträge nochmal um und ich denke, dass wir das jetzt klar haben und freue mich dennoch auf unsere zwei Festwochenenden im nächsten Jahr. Also schon mal im Kalender vormerken. Und jetzt gibt es gute Neuigkeiten von der Agentur für Arbeit in Annaberg-Buchholz. In einer Pressemitteilung hat die Agentur die aktuellen Arbeitslosenzahlen veröffentlicht und darin steht, die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück und die Arbeitskräftenachfrage zieht in fast allen Bereichen nochmal deutlich an. Insgesamt sind in der Erzgebirgsregion laut der Pressemitteilung 7.618 Frauen und Männer von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 260 weniger als im Vormonat und 826 weniger als im Vorjahr. Infolgedessen sank natürlich auch die Arbeitslosenquote um 0,2% auf aktuell 4,5%. Im Juni des Vorjahres lag sie noch bei 4,9%. Im Vergleich zum Vorjahr sind laut der Agentur für Arbeit in Zschopau und Stolberg die stärksten Rückgänge zu verzeichnen. Die beiden Standorte weisen auch die geringste Arbeitslosenquote im gesamten Agenturbezirk aus. In Zschopau liegt sie bei 3,6%, in Stolberg bei 3,9%, Marienberg folgt mit 4,2% und die Hauptagentur in Annaberg-Buchholz mit 4,8%. Schwarzenberg weist eine Quote von 4,9% aus und die Geschäftsstelle in Aue vervollständigt mit einer Quote von 5,3% das Agenturergebnis. Auch zum Thema Kurzarbeit hat die Agentur für Arbeit die aktuellen Zahlen veröffentlicht und demnach wurde im Kalendermonat Juni 2021 von insgesamt 21 Betrieben Kurzarbeit angezeigt. Dahinter stehen 549 Personen. Ja, so viel zu den Arbeitslosenzahlen und wir machen jetzt weiter mit dem Blick auf den Polizeibericht. Den hat Fabian Kröer für Sie. Marienberg, Ortsteil Lauterbach. Doppelgarage brannte. Feuerwehr und Polizei kamen am Mittwochnachmittag, dem 30. Juni um 17.35 Uhr in der Straße Oberdorf zum Einsatz. Dort war aus zunächst ungeklärter Ursache eine Doppelgarage in Brand geraten. In der Folge griff das Feuer auf ein darin abgestelltes Grad BMW über. Die Holzgarage, das Motorrad sowie andere Gegenstände wurden durch die Flammen zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Einfamilienhaus konnte durch die Kameraden der Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Ein Brandursachenermittler untersuchte den Brandort. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist ein technischer Defekt an einem unmittelbar außerhalb der Garage stehenden Rasenmähers brandursächlich. So viel zu den Polizeimeldungen und wir werfen jetzt noch einen Blick auf das Wetter. Die letzten Tage haben ja sehr viel Regen und recht wenig Sonne mit sich gebracht. Jetzt warten wir auf den Aufwärtstrend und den hast du jetzt hoffentlich für uns, Tobias. Hallo Jakob, hallo liebe Zuschauer. Das heutige Wetter war für einen Freitag ganz in Ordnung und schürte die Vorfreude auf das kommende Wochenende. Denn dann wird es wettermäßig viel besser und sommerlicher. Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel über unserem Sendegebiet wolkig mit einigen Lücken, durch die die Sterne und das letzte Viertel des Mondes immer wieder mal durchblinzeln. Trotz des massiven Wolkenaufgebotes wird es trocken bleiben. Das Niederschlagsrisiko liegt bei 5%. Sollten Sie da nochmal raus müssen oder wollen, dann aber besser mit Jacke.
In Obernhau, Niederneuschönberg werden Temperaturen von 12 bis 14 Grad erwartet. In Marienberg am Goldkinnstein übernachtet das Quecksilber bei 11 bis 13 Grad Celsius. Und in der Motorradstadt Schopau gibt es, wie in Obernhau, 12 bis 14 Grad. Der Wind weht dabei nur schwach mit um die 5 Kilometer pro Stunde aus Südwesten. Morgen früh beim Gang zum Backwarenhändler des Vertrauens ist der Himmel schon leicht bewölkt und die Sonne meldet sich pünktlich 5 Uhr zum Dienstbeginn. Im weiteren Tagesverlauf ist es wechselnd bewölkt, mal leichter und mal stärker. Die Sonne rechnet trotzdem am Ende des Tages in Summe bis zu 6 Arbeitsstunden ab bei 0 Niederschlagsrisiko. Es bleibt also trocken. 21.23 Uhr legt sich Klärchen zur Ruhe und geht unter. Wolkig geht's dann in die Nacht hinein. Also alles in allem ein schöner sommerlicher Tag für kurze Hosen. Auch die Temperaturen passen nämlich dazu. In Halbach an den Fischteichen gibt es zwischen 12 und 22 Grad. In Großrückerswalde am Flugplatz klettert das Quecksilber auf 11 bis 20 Grad. Und die Griesbacher können sich auf 11 bis 22 Grad einstellen. Der Wind weht dabei nur leicht mit um die 8 Kilometer pro Stunde aus Nordwesten. Ja, und so geht's die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was da noch kommt. Und das ist die neue Arbeitswoche. Vorher kommt aber noch der Sonntag. Ja, der Sonntag wird erst leicht bewölkt, später dann bedeckt. Auch Regen ist am Abend mit dabei. Mit 12 bis 25 Grad ist es dafür sehr angenehm. Der Wind weht dann leicht aus Süden. Die neue Woche startet am Montag mit einem bewölkten Himmel. Leichten Regen gibt es nur in den Vormittagsstunden. Mit 16 bis 21 Grad gibt es erstmal einen kleinen Knick und der Wind weht leicht aus Südwesten. Danach wird es aber wieder wärmer. Es geht bergauf mit den Temperaturen. Wie weit? Tja, das klären wir dann am Montag hier an dieser Stelle. Das wär's erstmal hier aus dem Regionalwetterstudio. Hier heißt es jetzt nur noch Kernwischen raus. Ihnen einen behaglichen Abend und ein tolles Wochenende. Zurück zu dir, Jakob. Vielen Dank, Tobias. Und damit sind wir nun am Ende der heutigen Ausgabe von Regional angekommen. Und das war's dann auch für diese Woche von uns. Aber keine Sorge, auch am Wochenende gibt es wieder ein spannendes Programm von uns für Sie. Nochmal der Hinweis, heute ab 19 Uhr gibt es den dritten Teil unserer Filmreihe zum Stadtgeburtstag in Marienberg zu sehen. Diesmal geht es dabei um die Städtepartner. Und die Wiederholungen, die können Sie am Samstag und Sonntag sehen, und zwar jeweils um 13 Uhr, 14 Uhr, um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. Und am Sonntag gibt es zusätzlich natürlich wieder unseren Fernsehgottesdienst um 10 Uhr und um 18.30 Uhr. Diesmal waren wir in Niederlauterstein. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wenn Sie noch mehr Informationen haben wollen oder die Sendungen online nochmal nachschauen, dann besuchen Sie uns einfach auf unserer Internetseite unter www.mef-line.de oder unter glückauf.tv. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Am Montag begrüßt Sie dann mein Kollege Thorsten Lange hier im Studio. Bis dahin ein erholsames Wochenende. Machen Sie es gut und tschüss. Die Post ist da. Neue Sonderangebote und Aktionen gibt es auch wieder in den kommenden 4 Wochen. Achten Sie einfach auf das gelbe Apotheke Alte Postprospekt in Ihrem Briefkasten. Dieses Mal auf der Rückseite Hinweise zur Reisemedizin. Übrigens können Sie ab sofort mit der App Meine Apotheke ganz einfach bei uns bestellen. Probieren Sie es aus. Bleiben Sie schön gesund oder werden Sie es. Ihre Apotheke Alte Post in Marienberg.
Glück auf zum Grüntaler Sommer 2021. Im UNESCO-Welterbebestandteil Seigerhütte Olbernhau-Grüntal werden ab dem 25. Juni jedes Wochenende Veranstaltungen stattfinden. Die Vorbereitungen laufen, wie Sie im Hintergrund hören, um das Gelände Schmuck zu machen für den Grüntaler Sommer. Bis zum 21. August warten auf Sie verschiedenste Veranstaltungen, große und kleine Events. Besuchen Sie uns beim Grüntaler Sommer 2021.